Servus die Malen und grüß euch die Buben. Jo, es ist wieder mal soweit. Ein voller Rucksack. Den Weg kennt ihr auch, der führt zu meinem Hausberg am Steinbruch. Und da gibt es heute mal wieder einen Overnighter. Essen, alles dabei, neues Tarp möchte ich ausprobieren. Und reden wir nicht lang herum, sondern gehen wir ganz einfach los. Da ihr die Strecke eh schon kennt, melde ich mich dann erst wieder, wenn ich oben bin. Ja, endlich hier oben angekommen. Bei meinem Platzl. Ja, schön. Sonne scheint auch noch gerade. Wir haben jetzt 17.30 Uhr. Ich habe noch 1,5 Stunden Zeit. Dann geht die Sonne unter. Ja, und jetzt schauen wir mal, wenn mein Platzl wieder da hinten aufbauen werde. Würde sich natürlich anbieten. Ja, ich schaue mal, was ich jetzt alles mache und dann schalte ich wieder dazu. Ja, Freunde, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe doch auf mein altes Platzl. Paracord habe ich schon gespannt und hier habe ich mein neues Tarp von Helicontex. Das ist in der Tarnfarbe Camochrom, nennt sich das. Ja, schaut eigentlich geil aus. Hat auch den Vorteil, da sind zwei Taschen dabei, also zwei Backsäcke, einmal ein normaler und einmal einer mit Netz und hier mit 8-9 Schlaufen. Wenn das Tarp also nass ist, kann man es hier hereingeben und hängt es einfach hinten am Rucksack drauf und man hat kein nasses Tarp eigentlich im Rucksack drinnen. Also, wie gesagt, zwei Backsäcke und der eine mit Rückenteil, also mit Netz. Also, finde die Idee gelungen. Natürlich ist es da von meinem Lieblingsshop, von Military Basic von Bastian. Ja, Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Ja, und jetzt hängen wir das einmal auf. Es ist heute eigentlich der erste Aufbau. Okay, was mir da gleich einmal auffällt, sind eigentlich relativ kleine Schlaufen. Also ging es die da ab, aber Ecken sauber vernäht. Ja, und das ist auch wirklich extrem dünn und leicht. Ja, mal das Ganze dann mal aufbauen. Ja, schaut gut aus. Groß genug eigentlich, so wie das die oder gefällt mir sehr gut. Ja, das war's einmal und jetzt räume ich einmal weiter ein. 6 Uhr, Stunden noch Zeit, Gas geben. Ja, Nachtlager steht einmal. Outdoor-Matte wieder drunter, dann habe ich noch so einen alten Biwak-Notzug, die habe ich mir auch zerschnitten, das rote. Die liegt noch drunter. Die Exped, die Durchstechschutzmatte habe ich auch drüber und drüber der niederländische Tropenschlafsack. Ein kleiner Polster und hier ruht noch mein Soloniak. Ja, und jetzt gehen wir schon langsam zur Feuerstelle. Ich denke mal, ich mache mal ein kleines Lagerfeuer. Ja, das sollte für mich reichen. Aber nicht, habe ich noch ein bisschen was da, was ich mir ausbauen kann. Ja. Ja, Feuerchen habe ich alles herbereitet. Holz liegt da. Wir haben jetzt da 18.50 Uhr, das heißt in einer Viertelstunde geht die Sonne unter. Und ich werde es anzünden, sobald es dunkel ist. Ist eine schönere Atmosphäre. Und in der Zwischenzeit mache ich mir mal ein Käfchen, weil so spät in der Nacht werde ich in Zukunft keines mehr trinken. Dann gehen wir es an. Herrliche Klinge, Freunde. Das ist schöner wie jetzt Lidl. Für mich zumindest. Ja, Freunde, mein Käfchen ist fertig, auf das freue ich mich schon. Wir haben jetzt 7:45 Uhr. Ja, jetzt wird schon immer finsterer.
Ja, in diesem Sinne grüße ich mal wieder alle meine Krankensessel. Leider muss ich mich immer noch selber dazu zählen, wie man in den letzten Videos hört. Ich bekomme verdammt schlecht Luft, Atemnot ohne Ende. Ja, es kommt nicht vom Obelix ausschauen, das ist leider nicht. Aber das bringen wir noch in den Griff. Ja, und natürlich auch meine ganzen gesunden Freunde. Prost! Ja, das Einschneiden gehört dazu. Es soll ja auch optisch was gleich schauen. Man isst ja mit den Augen, oder? So. Jetzt werden wir es gleich aufspießen, die Babys. Jawohl. Ja, in der Zwischenzeit haben wir 19.30 Uhr. Und jetzt wird es schön langsam finster. Jetzt trinke ich noch mein Käffchen in Ruhe aus und dann wenn wir das Lagerfeuer schon langsam entzünden, eine Viertelstunde schätze ich, ist es finster und dann zünden wir an. Ja, die Würsteln sind schon hergerichtet. Der Hunger ist auch da. Also kann nichts mehr schief gehen. Wie gesagt, ich habe so einen Senf heute dabei, so einen süßen und ein kleines Wegerl noch. Und das passt dann schon. So, aber jetzt haben wir es. Jetzt ist es soweit, die Würste sind fertig. Natürlich extrem heiß. Aber das gehört eh so. Ja, ein bisschen Senf muss sein. Oder ein bisschen mehr.
Ja, Freunde, ich freue mich jetzt auf mein Abendessen und sage gleich mal Mahlzeit. Alla Panoja. Ja, jetzt werden wir den Abend noch ein bisschen genießen. Wir haben 18 Grad, also. Angenehm. Ah, sehe schon, der ist hier unten. Ist schon feucht, hat sich schon da niedergesetzt. Ja. Aber home sweet home. Mein Peterl ist fertig eigentlich. Und da werden wir es jetzt ein bisschen gemütlich machen. Auf das freue ich mich jetzt schon. Ja, Freunde, jetzt liege ich in meiner Koje. Hab sie recht gemütlich. Im Augenblick ist es fast 10:30 und in dem Sinn. Ich glaube, werde ich abdrehen und wünsche euch noch eine schöne Nacht. Mir natürlich auch und man sieht sich dann morgen. Gute Nacht, Freunde. Ja, guten Morgen, Freunde. Heute keinen guten Morgen aus dem Schlafsack, sondern schon beim Lagerfeuer. Ja, die Nacht war heute nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider ziemlich extreme Schulterschmerzen bekommen und konnte nicht mehr liegen. Bin eigentlich schon seit 2 Uhr in der Nacht auf und haben ein Feuerl frisch gemacht. Ja, es ist in der Zwischenzeit schon 6 Uhr. Und jetzt dachte ich, ich hole euch dazu, dass ihr nicht so zeitlich aufstehen müsst mit mir. Ja, werde noch schön langsam genießen. Habe hinten schon angefangen zum Abbauen, alles aufhängen. Und warte noch, bis es hell ist. Dann gibt es noch ein Frühstück und dann packen wir ordentlich zusammen. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Dazu. So, jetzt mache ich mir noch zwei so Zaubertüchlein und dann lösche ich mit dem restlichen Wasser noch das Feuer. So. Wir haben jetzt 8 Uhr genau, alles wieder abgebaut, gereinigt, geputzt, hergerichtet, wie es vorher war. Jetzt schauen wir noch zur Feuerstelle und dann geht's heim jetzt. Ja, alles mitgenommen. Steine sind wieder oben. Picobello zusammengeräumt. Ja, in dem Sinn. Perfekt, gehen wir. Ja, hinter mir noch einmal der Steinbruch. Ein wunderschönes Platzl. Ja, und jetzt geht's bekannten Weg nach Hause. Ja, Freunde, es wird sowieso nichts mehr Wichtiges kommen. Das heißt, wir sehen uns dann unten wieder. Ja, Freunde, sind wir am Fuße des Berges wieder angekommen, quasi in der Zivilisation. Ja, sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und
Pfiat euch, die Buben.